Moin Moin, herzlich willkommen zu Let's Play Alice 1950 Marsch hier am Mittwochnachmittag, wenn ich behaupten. Also das Gute schon mal, wenn ihr die Folge seht, heißt es, dass die Bauarbeiter nicht unsere Telefonkabel auf der Auffahrt getrennt haben, denn wir haben tatsächlich Bauarbeiten bei uns auf der Auffahrt jetzt gehabt. Und zwar, Shelly hat ein Bild gepostet, vorgestern war das, meine ich, und jetzt haben sie diesen, ja, mit diesen komischen Geräten, keine Ahnung wie die heißen, diese Bohrgeräte da unter der Erde, die haben tatsächlich Glasfaserkabel bei uns gelegt, von der Straße. Von der Straße bis zu unserem Haus. Angeschlossen ist noch nicht, aber das Kabel hängt zumindest schon mal am Haus. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist schon mal der erste Schritt Richtung Glas, obwohl das ist natürlich eigentlich der 10. Schritt Richtung Glasfaser. Das erste war ja von wegen, sind sie überhaupt interessiert? Sind genug Leute interessiert? Ja, okay, dann planen wir mal, dann überlegen wir mal, dann schreiben wir mal aus, dann machen wir mal dies, dann machen wir mal das. Und nun ist es soweit. Das Glasfaserkabel, das liegt tatsächlich, ne, ich sehe es bei uns, auf der Auffahrt, am Haus liegen. Jetzt muss irgendwann mal ein Elektriker kommen oder was auch immer. Telekommunikationsmensch, der das Ganze dann anschließt. Wahrscheinlich einmal durchs Haus bohrt oder so und das Kabel dann drin im Hauswirtschaftsraum anschließt, ja, und dann mal schauen, wann der Vertrag scharf geschaltet wird und ob es tatsächlich merkbar ist, dass es dann schneller wird, ne? Aber ich muss sagen, die Telekom Vectoring Geschichte, so heißt das, glaube ich, ne, will sie aus den alten Kupferdrahtkabeln noch das meiste rausholen, hat sich in den letzten 2-3 Jahren auch deutlich verbessert. Von ehemals einer maximal im besten Falle Kupferdrahtkabel hier mit 2000er, gab es auch 6000er. Wurde zum 10.000er, 50.000er und mit den neueren Routern, die ja auch alle LTE-fähig sind, ist es, glaube ich, auch aufgefüllt auf 100.000er Leitung. Und eine 100.000er Leitung, muss man ehrlich gestehen, reicht für die meisten Geschichten aus. Reicht zum Stream im Normalfall. Die Streamqualität, würde ich behaupten, ist relativ gut. Viel mehr können auch teilweise Twitch oder was auch immer, will auch gar nicht mehr Daten haben, glaube ich, als das, was ich eingestellt habe. Also man kann da nicht mit ohne Ende, keine Ahnung was. Zumindest nicht in meinem, wahrscheinlich vielleicht als Partner kann das sein, aber nicht in dem Bereich sind wir auf Twitch nicht. Und natürlich klar, wäre schön, wenn ich die YouTube-Videos ein bisschen schneller hochladen könnte. Ob ich die jetzt noch in einer höheren Qualität aufnehme, kann ich noch nicht sagen, weil das heißt natürlich dann auch immer gleich höhere Qualität, heißt längere Bearbeitung im Zweifel und auch wieder mehr, deutlich mehr Datenvolumen, was denn gebraucht wird. Und deutlich mehr Festplattenkapazität, was auch gebraucht wird, ne? Von wegen Aufnehmen, Schreiben, Löschen und so weiter. Das ist für die Festplatten natürlich dann auch ein anderer Schnack. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, oh doch, Qualität ist gut, Qualität könnte besser sein, ist zu pixelig, passt schon. Jetzt mal nicht gerade diejenigen, die vielleicht auf dem 70 Zoll Fernseher gucken, so nach dem Motto, wenn man da pixelt, sieht okay. Aber für Autonormalverbraucher auf dem Handy, Tablet, Laptop oder normalen Monitor, was normaler Monitor, keine Ahnung, vielleicht 27 Zoll, also so um den Dreh. Nicht drüber hinwegkippen, Kollege. Ja, klappt, ne? Nicht drüber hinwegspringen, Kollege. Naja, lassen wir das lieber. Weiter geht's. Wir wollen ein bisschen was schaffen. Oder mal gucken, ob wir was schaffen. Er fährt auf jeden Fall rein, dann kommt der jetzt hoffentlich gleich dazu. Wir machen nichts außer gucken. Ja, wenn das funktioniert, wäre es ganz cool, ne? Dann würde ich sagen, Zusammenspiel, Autodreifung, Kursplay funktioniert zum Teil, weil jetzt dreht er hier nochmal wieder um. Und da finde ich, ist es zu viel Eierei. Ist nur mein Empfinden. Es werden einige sagen, den nutzt doch Autodreifung, Kursplay nicht. Das sind wieder die Nörgler nach dem Motto. Ich nörgle ja auch nur, das ist für mich, das ist mein persönliches Empfinden. Das ist mein Nörgeln, was auch immer. Das, ich finde, das ist zu viel hin und her schlenkert. Natürlich steht das völlig außer Frage, dass ich es trotzdem super cool finde, dass es überhaupt funktioniert. Ja, also das steht außer Frage. Aber das denken immer, glaube ich, einige Leute, wenn ich den Mecker über Kursplay oder Autodrive, dass ich generell Kursplay oder Autodrive damit schlecht reden will. Nein. Ich würde ohne diese Mods auch nicht spielen wollen mehr. Nicht in dem aktuellen Fortschritt, den wir hier haben. Weil vorstellen, wir müssten, naja, das macht gar keinen Sinn.
die Felderanzahl nur mit einem Standardhelfer und ohne technische Hilfe beim Abfahren. Alles selber abfahren. Nicht machbar. Nur machbar mit zu viel Zeit. Und das ist, also die Zeit hat man nie. Vielleicht ein Schüler in den Ferien, ne? 6 Wochen frei und gib ihm. Dann schafft man vielleicht alle Maisfelder, die jetzt sind, selber abzufahren mit einem Fahrzeug. Jetzt keine Cheat-Fahrzeuge mit 200.000 Volumen oder sowas, weil das ist, finde ich, auch immer nicht so cool. Muss aber auch jeder selber wissen. Aber ein paar Cheat-Fahrzeuge in Anführungsstrichen haben wir ja auch mit dabei. Das ist, wie gesagt, der eine sagt in dem Bereich, jo, passt schon, der andere in dem Bereich. Ich habe dann lieber den einen Flug, sozusagen mit dieser übertriebenen Arbeitsbreite als Flug, den es so natürlich nicht gibt und so weiter und so fort. Von daher, das ist ja auch natürlich übertrieben. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon in den Kommentaren geschrieben, ob ich den umrüsten kann, ohne dass er leer wird. Bin mir nämlich echt nicht sicher aktuell und da würde ich es nicht unbedingt riskieren wollen. Was 6? Also ich würde sagen, die 6 Millionen oder 6,5 versuchen wir hier noch. Und dann brauchen wir mal einen, der... Das sollten wir, glaube ich, mit Trecker alleine einfahren, war das, ne? Der hier irgendwie nochmal Kurse einfährt, also das nächste Silo. Das wird auch nochmal ein Spaß. Vielleicht machen wir das auch im Livestream morgen Abend, ist wieder Livestream. Und ja, da kann ja je nachdem, wie häufig ihr auf Twitch Nachspielzeit euch gönnt, kann das wieder ein etwas längerer Stream werden, müssen wir mal gucken. Ich habe auch keinen Bock abzufahren. Aber ich, also weiß ich nicht, was mit diesem Kurs hier nicht stimmt, Leute. Ich mache jetzt einfach mal selber vielleicht nochmal so einen Kurs. Fährt er da hinten raus eigentlich oder fährt er nur rauf aufs Feld? Das kann doch nicht sein, dass er das hier einfach nicht schnallt. Doch, hier füllt tatsächlich das raus, ne? So werden sie sich teilweise blockieren, ich weiß. Aber meine Hoffnung ist natürlich klar, weil die sich eh gut verteilen, dass sie sich hier nicht unbedingt zu sehr blockieren. Aber ja, Hoffnung und so, ne? Also hier sieht es tatsächlich ein bisschen wirr aus. Ich weiß auch nicht genau, warum das in die Richtung immer in beide Linien befahren werden sollte. Gut ist, weiß ich nicht. Nicht wissen. Auch das funktioniert schon wieder gut hier, ne? Also unser Zusammenspiel, sage ich nochmal, Auto 3 von Courseplay klappt teilweise gut. Nicht perfekt, aber das erwarte ich auch nicht. So. Das ist auf jeden Fall nicht mehr zu schaffen. In der heutigen Folge. Also der Mittwoch ist durch. Morgen im Livestream, klar, sind wir damit durch. Vielleicht schaffen wir es ja auch in der Folge morgen. Müssten wir jetzt auch ein bisschen mehr Gas geben hier, ne? Alles selber abfahren wahrscheinlich, damit hier keine sinnlosen Standzeiten beim Häcksler mehr zum Tra, also hier irgendwie verursacht werden. Aber wir haben noch den ganzen Ingame-Tag heute Zeit. Ne? Wir haben noch Stunden für einige Maisfelder. Da kommt der nächste Abfahrer. Passt schon. Das ist relativ viel Ei und Huhn. Könnten wir auch 8 Paletten. 8 Paletten Huhn für einen Schlachter.
War das auch einer aus dem DLC der Class? Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht wisst ihr noch mehr. Zu lange her, dass wir den mal gekauft haben. Da steht er schon wieder voll. Warum? Wie hat das denn gemacht? So, Silo 4 fährt er. Achso, ich stelle wieder ein. Ja, Silo 1 fährt er. Okay. Wäre in Ordnung, aber ihr seht, wie krass langsam wir hier noch vorankommen, ne? Es ist natürlich klar, wenn der eine nachher immer noch nicht fertig ist mit dem Feld und wir dann vielleicht schon 15, 14, na, das schaffen wir aber auch nicht. Nee, ich glaube, die werden gleichzeitig fertig sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass durch mein Überspringen relativ 1 und 3 immer ausgelassen werden, ne? Warum nicht immer so? Schön, schön ist das, wenn es funktioniert. Und langsam, ne, man sieht richtig den Herbst. Die Bäume verfärben sich. Zumindest ein Teil. Die anderen haben keine Seasons-Maske. Das wäre natürlich echt Feld 65, wenn wir das kaufen sollten für zu Maishäckseln, um die Silos komplett dicht zu machen. Dann haben wir ja Spaß, ne? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Müsste nicht mal der nächste anfahren. Rechnet Fahrt. Fährt los. Okay. Fährt zu Silo 2. Wollen wir mal sagen, nein, fahren wir zu Silo 3. Alles andere bleibt wie verlasse Feld. Man beobachtet und lernt. Autodreif macht. Aber. Also sie müssen dringend mal was an der Kalkulationsgeschwindigkeit machen. Irgendwo den Spagat finden zwischen Performance und Kalkulationsgeschwindigkeit. Oder was sagt ihr? Also da gehen die Meinungen doch bestimmt auch auseinander, wie bei mir, oder? Kann ich sagen, dass alle sagen, doch, war gut. Es ist halt ein schwieriger Spagat zwischen Performance wahrscheinlich und der Berechnung. Da kann man auch nicht so leicht mehrere
parallele Autodrive-Geschichten berechnen lassen, dass immer einer berechnet wird und dann wartet er und dann berechnet der nächste oder wie auch immer. Kann sein, ich weiß es nicht, stecke ich nicht drin in der Programmierung, in dem Bereich, keine Ahnung. Wir freuen uns aber trotzdem, dass schon relativ viel von Feld 15 geerntet ist, ist echt nicht mehr so viel. Und hier haben wir wieder Tetrakale Pokal auf dem Silo. Das kann's haben. Das aber heute wollen auch eigentlich ein Thumbnail werden, ne? Geh mal in den. Hat er sich jetzt doch runtergekämpft? Er hat sich runtergekämpft. Und dadurch sind wir jetzt hier bei fast 6 Millionen, ja. Und jetzt kommen sie alle im leeren Status wieder zu Feld 12. Dann kann er zumindest mal wieder 2-3 Bahnen häckseln. Und ja. Der eine fährt noch mal rückwärts. Keine Ahnung, Leute. Der fährt nicht rückwärts. Aber sie schaffen es zumindest, sich jetzt aktuell hochzukämpfen. Ne? Hier vorne. Der nicht wohl. Stehen die wahrscheinlich da vorne gleich alle im Weg. Jetzt habe ich schon wieder die Doppelbelegung mit der Taste. Erstes angekommen. Rechnet seinen Pfad und dann gucken wir, ob wer aber seinen Pfad findet in der Folge morgen, Leute. Denn das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Hat auf jeden Fall irgendwas gerechnet und fährt auch irgendwo hin. Ja, also von daher vielen Dank für euren Support. Danke für eure Unterstützung. Und dann sehen wir uns gerne morgen um 15 Uhr hier wieder. Dann tschüss.